Wenn du meinst, dass du dich total verkostet hast, fang einfach nochmal von vorne an, dann das wird dann geschnitten. Ja, wir machen das fünfmal und wir nehmen das beste Aufnahme aus fünf. Das ist so scheiße dann, ey. Wir machen die Aufnahme aber erst, wenn wir uns gefunden haben, oder? Dann stehen wir nebeneinander, gehen in die Außenansicht, filmen uns und machen die Anmoderation. Oh, Feind! Scheiße, hier wird geschossen. Warst du das? Nein. Bist du das? Schießt du Ey, gerade auf was? einen? Ich mach den hier. Ich mach grad den hier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Let's Play. Mein Name ist Norman und auf der anderen Seite hört ihr den Jakob spielen. Schönen guten Tag. Wir zocken Arma 3. Wasteland in diesem Fall. Eins der geilsten Spiele seit langer, langer Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt noch mehr erzählen oder ob wir euch jetzt einfach so ein bisschen mitnehmen und Wir erzählen hier gar nichts. Wir zocken jetzt erstmal eine Runde. Wir haben Oh, uns ich was werde angeschossen. vorgenommen. Wow. Bist du am Ballern? Nein. Okay, ich werde angeschossen, bin in der kleinen Blechhütte hier. Du bist in der Oh, fuck. Blechhütte. Ich bin down. Oh, fuck. Komm schnell hin, der hat eine. Siehst du, wo ich liege? Nein. Nein. Ich versuche hier gerade den Typen auswendig zu machen. Das ist scheiße, wir machen das nochmal. Wir schneiden das nachher so. Dann ist das schon geil. Ich Oh, weit. ich bin tot. Ich bin tot. Sehr gut, sehr gut. Dann komm doch jetzt erstmal zu mir. Einen wunderschönen guten Tag. Was haben wir vor, Norm? Was machen wir hier? Das ist eine gute Frage. Alles klar. Momentan sind wir in Girna und wir haben uns im Vorhinein gedacht, dass wir irgendeine Art Ziel brauchen, das wir ansteuern werden, während wir hier ein bisschen zocken. Dafür bietet sich eigentlich immer das gute alte Airfield an, die Stratis Airbase, um die versuchen einzunehmen. Und irgendwo in dieser Airbase könnten wir, wenn wir Glück haben, einen Hubschrauber finden. Und genau das versuchen wir jetzt mal. Alles klar. Das ist eine ganz schön große Herausforderung, weil hier in Wasteland, in dem wir uns gerade befinden, in dem Spielmodus, ist mehr oder weniger so eine Art, ja, Deathmatch, in dem man sich aber kleine Teams aufbauen kann, indem man sie sich in-game halt einlädt und dadurch ein kleines Squad bildet. Wir zocken eigentlich immer so in kleinen Zweiergrüppchen und versuchen so viel zu töten, wie wir vor die Flinte kriegen. Das Problem ist, dass wir gar nicht so viel vor die Flinte kriegen. Wenn Und ihr dickes wir werden schon Programming haben beschossen. wollt, dann müsst ihr jemandem anderen zugucken. Aber witzig wird es mit uns auf jeden Fall. Ja, hier links ist gerade furchtbar was in die Luft geflogen. Das liegt daran, dass ich gerade an einem Gansdorf vorbeigefahren bin, der immer gerne unter Feuer steht. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Fahrkünste werden auch immer besser, ne? Ich versuche einfach nur nicht zu sterben. Oh. So viel dazu. So, für den Fall, dass ihr euch fragt, das ist jetzt hier kein Hardcore-Server. Wir könnten theoretisch auch in der Third Person das Ganze spielen. Ich finde es aber einfach hübscher, das nicht zu tun. Es ist einiges atmosphärischer, das Ding aus der First Person zu zocken. Hardcore-Server waren leider relativ schlecht besucht, deswegen sind wir jetzt auf so eine Art Server hier gegangen. Ah, das Spiel kommt um einiges intensiver, wenn man tatsächlich aus der First Person spielt. So, wenn ihr wissen wollt, was euch hier auf dem Kanal demnächst noch erwartet, ihr habt vielleicht schon davon gehört. Was haben wir da vor uns? Sekunde mal. Wow, Rakete? Hast du gehört? Nein. Gab's Irgendwo einen eine Rakete Abschuss? abgefeuert, ja. Aber ist wahrscheinlich sonst nichts gegangen. Also, das Lager da unten scheint leer zu sein. Fahren wir einfach durch. Würde ich sagen. Wir fahren einfach durch, okay. Wir sind schon ganz aufgeregt. Guck mal, da vor uns ist ein Fast Mover in der Luft. Das heißt, Airfield ist auf jeden Fall besetzt. Fast Mover, da oben ist ein Jet.
Problem ist, dass die Jets Bodenfahrzeuge angezeigt bekommen. In ihrem Radar, wie die Hubschrauber auch. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich Mist erzähle, so oft bin ich nicht Jet geflogen. Beim Hubschrauber allerdings ist das in der Regel so. Sieht enorm nicht hübsch aus. Bisschen gelackt. So. Und der nächste Ort, wollen wir kurz anhalten und checken. Ja, hier könnte was los sein. Checken wir das mal kurz. Da ist auch gleich schon jemand. Der hat einen Raketenwerfer weg vom Auto. Ich bin in den Büschen links vom Fahrzeug. Ja, ich stehe so halb vor dir. Ich besorge mir etwas näheres Schutzfeld. Wo befindet der Typ sich? Ah, ich sehe ihn. Okay, wo? Vor dem Kaff. Der rennt gerade hier Richtung Wasser. Jetzt ist er da bei so einem gelben Truck. Vor dem Kaff. Der rennt gerade hier Richtung Wasser. Jetzt ist er da bei so einem gelben Truck. Jetzt rennt er weiter. Ich schieße auf ihn, okay? Warte, wo ist er? Ich sehe ihn noch nicht. Okay, ich sehe ihn. Feuer? Fuck, ich sehe ihn nicht mehr. Shit. Schießt du auf ihn? Oh, der hat mich 1A abgeschossen. Du bist tot? Ja, leider. Wo ist er denn? Auf unserer Seite des Kaffes sozusagen, also vor dem Kaff, in der Nähe vom Wasser, und da hat er sich irgendwo verschanzt. Okay, hier wird noch mehr geschossen. Ey, ich werde gelootet, der Arsch. Wo bist du denn? Gerade bei meiner Leiche. Ich war ein bisschen weiter vor dir, ein bisschen weiter links. Und ich verschwinde. Okay, du wurdest tatsächlich gelootet. Ich habe nochmal auf ihn geschossen. Ich kann ihn nicht sehen. Kann sein, dass ich ihn getroffen habe, aber ich habe ihn nicht getötet. Das wird witzig, wenn wir uns die Aufnahmen im Nachhinein ansehen. Ich habe festgestellt, man sieht in Aufnahmen immer viel, viel mehr. Ich warte gerade so ein bisschen darauf, dass du die Lage klärst, damit ich bei dir spawnen kann. Das wird wohl so bald nicht passieren. Aber ich gebe mir große Mühe. Ich mach mal Random Town dann, wa? Ah,
für alle, die Arma so noch nicht kennen wirklich. Es handelt sich dabei um eine ziemlich ausgefeilte, coole Militärsimulation. Ich weiß nicht, wie könnte man Arma am besten beschreiben? Open World Militär. Sandbox. Also man, Arma wird ja hauptsächlich sowieso, ich sag mal, im Multiplayer gespielt. Es gibt eine Kampagne, wobei dafür erst der erste Teil rausgekommen ist und die ist tatsächlich in 2 Stunden so mehr oder weniger abgehakt. Nein! Da ist doch jemand draufgegangen. Wobei Arma trotzdem sehr ein, ja, doch recht erfolgreiches Spiel geworden ist. Ne? Man kennt die Arma-Serie ja von Teil 1, alle Anfänge, weiß ich nicht, der Anfang aller Arma-Teile war damals Operation Flashpoint, für die Leute, die das noch kennen. Und am eigentlichen Spielprinzip, so gerade jetzt so im Multiplayer und mit der Komplexität, hat sich gar nicht so viel getan. Aber wie man hier natürlich gut sieht, ist das Ding absolut auf Höhe der Zeit, grafisch echt nett anzusehen, super Weitsicht. Leider bringt mein Rechner jetzt nicht die absolut schönste Grafik irgendwie zustande, ohne dass große Framerate-Einbrüche zu erwarten sind. Aber gut, aber das Problem hatte Arma schon immer. Ja, das Arma stimmt. War noch nie besonders hardwarefreundlich. Nee, selbst Arma 2 kann man auf den wirklich Ultra-Einstellungen, selbst mit einem heutigen System, durchaus sehr schwer spielen. Oder durchaus mit sehr fiesen Framerate-Einbrüchen. Ach, aber nichtsdestotrotz, es sieht schon wunderschön aus zur Alpha, die wir von Anfang, also wo wir auch direkt mitgezockt haben, ab der Start der Alpha waren wir so mehr oder weniger dabei. Kann man ja, erzähl mir sagen, doch mal ein bisschen was über die Alpha, das ist eine schöne Sache. Die Alpha war vollkommen verbuggt. Also es ging, ja, okay, ey. Ich hab's mir fast schlimmer vorgestellt. Die waren alle schon da, ja genau. Performance-Probleme gab's ohne Ende. Nach und nach kommen jetzt auch viele Kleinigkeiten, auch nach offiziellem Release, was ja inzwischen jetzt auch schon ein paar Monate her ist, kommen immer noch weitere Sachen raus mit den Updates, die durchaus 900 MB groß sind. Kommen teilweise sogar richtige grafische Aufwertungen. Der Qualm wird dynamischer und die Lichtbrechung funktioniert tatsächlich hier und da und dann wieder ein bisschen anders. Das Game wird nach und nach tatsächlich jetzt auch nach dem Release immer noch fetter und fetter und fetter. Und wie gesagt, gut, aber das haben wir auch erwartet von Arma, ja? Genau. Arma ist ja, also Bohemia Interactive ist in Verbindung mit Arma eher dafür bekannt, die Community arbeiten zu lassen und das Grundgerüst zu stellen. Das was haben sie auch hierbei auch wirklich gut funktioniert, das muss man ja mal wirklich sagen. Arma 3 ist ein Vollpreisspiel, das darf man auch nicht vergessen. Und es wurde ohne Kampagne veröffentlicht. Sekunde, hört. Ich halte mich mal zurück, darüber ein Urteil abzugeben. Für mich taugt das trotzdem, ja, aber das liegt vielleicht auch ein wenig an meinem Enthusiasmus, den müssen arme Spieler nun mal einfach mitbringen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Du bist doch Profi. Ja, genau. Apropos Profi. Was ihr mit uns nicht kriegen werdet, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ist Profi-Gameplay. Gibt's halt einfach nicht. Müsst ihr euch abschminken. Nein. Also entweder gefällt euch das trotzdem oder ihr braucht einen anderen Kanal. Wir haben uns einfach dazu entschlossen, kein Profi-Gameplay hier zu machen. Ja, auch also als bewusste dadurch, Entscheidung quasi. Genau. Auch wenn wir dazu absolut in der Lage sind, gar keine Frage. Ja, natürlich. Du kannst auch ruhig jetzt auf der Straße bleiben, ohne die Bäume zu rasieren. Was ist denn da vorne los? Oh, das sieht interessant aus. Lässt du mich hier mal aussteigen? Jawohl. Kannst ja mal den Lockvogel spielen. Da ist noch ein Hatchback für uns. Menge los. Eine Menge Leichen, eine Menge Geld zu viele Fahrzeuge, die... Gehst du mal von oben über den Berg? Ja, ich gehe hier gerade den Berg hoch. Oh, ey, die Dinger fangen gerade Feuer. Da explodiert gleich was. Also geht er nicht geschossen? Es wird geschossen. Ich wünschte, ich wüsste wo. Links von mir, eher deine Richtung. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich hier hinter dem Berg, andere Seite. Ich versuche den zum Laufen. Das ist ein Hinterhalt, glaube ich.
Da sollten wir uns nicht einmischen. Ich gebe es trotzdem, oder? Oh, der Rauch ist schön. Meine Güte. Der war früher aber nicht so hübsch, oder? Und hier, ah. Oh. Wie nennt man das, wenn die Sonne so einen blendet mit den Strahlen, die man sieht? Gott irgendwas, God oder? Gott Rays. Okay, da hinten stehen noch mehr Fahrzeuge. Ich höre einen Jäger. Hier hat auch jemand gerade geballert, ich finde ihn gerade. Wir können warten, bis sie versuchen zu looten. Hier hinten stehen noch mehr Fahrzeuge, hier war ein richtiger Fight. Zum, irgendwo bei mir, also andere Seite der Straße von deiner Seite aus gesehen. Okay. Ich weiß nur nicht, ob die auf uns ballern. Nun, das werden wir ja gleich herausfinden. In der Regel merken wir, wenn jemand auf uns schießt, das ziemlich zügig. Wir kriegen dann kurz einen dunkleren Bildschirm und sehen unseren Körper von oben. Wow! Siehst du das Auto auch, was da gerade rübergeflogen ist? Welches Auto? In die Richtung, in die ich schieße. Lebst du noch? Alter, das hat ein MG hinten drauf, die Karre. Ja, ich weiß. Oh, das ist wunderbar. Wie gesagt, Arma entwickelt sich ständig weiter. Bohemia arbeitet wie verrückt an dem Spiel und andauernd kommen neue Inhalte, wie zum Beispiel endlich der Geländewagen mit drauf montiertem Maschinengewehr. Ich werde hier gerade ein bisschen nervös, das Auto hat sich bewegt und ich habe sofort drauf geschossen. Ich weiß aber gar nicht, ob da jemand drin saß. Sieht nicht so aus, war ein Geisterauto. Also hier gibt es schon mal ein Repair-Kit. Oh, ist das schön, meine Güte. Ist das nicht wundervoll? Ich kann mir bloß diesen God Race angucken, weißt du? Ich versuche mir die Karre zu schnappen. Nein, ernsthaft? Sichi. Du bist ja Opti. Oh, 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 alles klar, der wird geballert. Auf dich? Hinter dem Berg, ja, ja. Der schießt den, versucht den Vogel abzuschießen, dadurch hat er seine Position verraten. Okay. Auf dich wird auch geschossen. Ah, verdammt, wir haben ihn. Ein bisschen den Berg runter. Wenn du auf den Jeep guckst, linke Seite. Oder warst du das gerade? Hast du mich gerade abgeknallt? Nein, ich hab dich nicht abgeknallt. Glaube ich. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Also unten im Tal, sagst du? Ja, so ganz dicht dran. Der kriegt hier gerade den Berg hoch. Der kommt gleich. Der ist gleich ziemlich dicht bei dem Auto mit dem aufgeflanschten MG. Lol. Links davon ist so ein bisschen den Berg runter. Sind Steine, oh, ich bin down. Ich habe ihn nicht gesehen. Fuck. Das war nicht mal der. Da war eine Menge los. Okay, kann losgehen. Hm? Bitte fahren Sie die Straße entlang. Capture Base ist direkt bei uns in der Nähe. Wollen wir das machen? Wir brauchen einen Hubschrauber. Downed Helikopter im Süden. Ungefähr einen Kilometer, nicht mal. Ah nee, Downed Helikopter bringt uns ja nichts. Nee, okay, alles klar. Dann. Es gibt uns ein Nachtsichtgerät und so ein Kram, aber egal. Wir wollen, sollen Sie sich da alle draufstürzen, wir fahren zum Airfield. Okay, alles klar. Oh Gott. So, Aufnahme läuft ja bei mir. Laut Karteneintrag von irgendeinem Gamer werden wir gleich auf eine Camper-Basis treffen. Ich weiß nicht, wie aktuell irgendwie die Info ist, ob da jetzt wirklich noch irgendwie links vor uns ist Licht. Links von uns ist Licht. Ah, hier rechts ist die Capture Base, ne? Und schon sind wir dran vorbei. Sehr gut. Du musst mir sagen, wo ich hin muss, ne? Ich. Ja, das passt schon, das passt schon. In 400 Metern käme theoretisch diese Camper-Warnung. Oh ja, da vorne ist was. Und hier sollen sich Camper aufhalten. Jawohl, hier noch nicht. Erst rechts um die Kurve. Und dann jetzt gleich auf unserer rechten geht eine kleine Abfahrt runter und da sollen sich Camper aufhalten. Sollen sie doch campen, bisschen Würstchen braten und so. Obwohl, das war nicht unter uns, das war über uns. Ach, egal. So, sind wir sauber dran vorbeigekommen. Mit Licht an. Mit Licht an, sehr schön.
Bitte bleiben Sie auf der Straße für weitere 3 Kilometer und immer schön rechts halten. Ist gerade schwierig. Oh. Da war eine Straßensperre. Ich habe gerade noch ausweichen können, bin dadurch aber durch den Zaun. Ich hätte vielleicht rechts dran vorbeifahren sollen. Unser Auto ist ein bisschen lidiert. Ich mach mal das Licht aus, da vorne vor uns ist was. Der Wagen hört sich gar nicht mehr so geil an. Heli, ich höre eine Heli. Okay. Direkt vor uns eigentlich. Der muss gerade voll an uns vorbeigezogen sein. Warum sehe ich den nicht? Ich sehe den auch nicht. Ich höre den auch nicht. Hinter uns. Ist weg. Ist in die andere Richtung geflogen. Oh, hey, du hättest dich recht halten sollen. Scheiße, naja. Bist du nicht der, der mich... Ja, sorry. Ich bin ein bisschen... Ja, wir sind jetzt theoretisch einen Kilometer weit vom Weg abgekommen. Wow, der lebt noch einer. Wow! Oh, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Hier ist mir los. Ich bin down. Yeah! Alter, scheiße, was war denn das jetzt gerade? Ich schalte aus der Map raus und plötzlich bauen wir einen Unfall und werden von 4 Leuten gleichzeitig beschossen. Wir haben keinen Unfall gebaut, so ist es nicht. Ja, du hast sie gerammt. Ja, die haben angehalten, die sind ausgestiegen, um uns Platz zu machen, und als 2 Leute auf der rechten Seite ausgestiegen werden, habe ich entschieden, die zu überfahren. Naja, zu rammen. Ramme. Wir müssen uns hier irgendwo verstecken und warten, bis es spawnt. Ich frage mich, ob der Hubschrauber immer im gleichen Hangar spawnt. Das weiß ich nicht. Oh, leg dich hin, du bist hier mitten auf dem Hügel. Ups. Das recht. Ich habe eine rote Kette. Meine Güte, ey, wir haben es wirklich geschafft. Wir sind am Flugfeld. Gut ausgerüstet und warten eigentlich nur noch darauf, dass gleich mal ein Heli erscheint. Alter, ich hab's das tatsächlich nicht zerschossen. Wow! Sag ich was? Ja, es ist tot. Der Typ ist tot. Da hinten ist der aus dem Quad, ist aber immer noch da. Und der läuft hier irgendwo rum. Verstehe. Meine Fresse, ich habe geballert, was das Zeug hielt, und ich habe den nicht klein bekommen. Du musst vorhalten, mein Freund. Vorhalten. Ja, ja. Bei dem Quad ist das gar nicht so einfach. Der ist so agil mit dem Teil, der kann ausweichen wie nichts. Ich gehe jetzt mal zu dem Typen hier. Was du machst. Ja, ich weiß. Wir wissen, wo wir sind. Aber wahrscheinlich lohnt es sich, ihn zu looten, weil... Wie wir sehen, hat der Typ einen Rucksack an. Ah, ich krieg den momentan nur noch nicht. Brennt das Fahrzeug? Pass auf, ne? Ah, ich komme da nicht ran. Jetzt. Ich glaube, der Typ ist hier mit im Haus bei mir drin. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Der ist ganz schön gut ausgerüstet, ey.
Das ist doch nicht schlecht. Ich habe nur noch eine Granate, ne? Aber wow, wie das aussah, als sie hochgegangen ist. Schade, ich wollte dir gerade noch was mitbringen, da ist eine Leiche verschwunden. Oh, da was wolltest du mitbringen? Ein Revolver. Oh, der wäre schön gewesen. Ne? Ich mag den Revolver doch so gerne. Und ich habe einen Rucksack und noch ein paar andere Dinge. Ich gönn dir das. Du hast ihn zwar nicht umgebracht, aber ich gönn dir das. Night Vision habe ich auch. Den Wagen habe ich aber gut zerlegt, oder? Das war schon ganz cool. Die Granate? Ich geh wieder zurück. Ja, ist okay, ich hab dich im Blick. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ich war so fixiert auf das Auto, weil ich dachte, das ist der Wagen mit den zwei Leuten, ne, von vorhin. Mhm. Die mir jetzt gerade zugeguckt haben, die wissen, von welchem Wagen ich rede. Dass ich denn, dass das Quad vollkommen aus den Augen verloren habe. Wo zum Henker ist der Quadfahrer von eben? Also ich weiß, dass er hier zu den Hangars gelatscht ist, ne? Also ich könnte hier gerade mal über den Berg schauen. Ja, ich habe ja relativ guten Blick über den Berg. Du meinst jetzt die Hangars, Das Flugfeld hier ein bisschen weiter runter. Richtung Süden, ne? Wird wohl so sein, ja. Da wollte ich jetzt gerade hingehen. Die Richtung, genau. Denk dran, wenn du auf dem Hügel bist, hast du eine hervorragende Silhouette auf große Distanz. Immer über Hügel kriechen. Ich luke gerade nur so rüber mit meinem Kopf. Ich hab ihn. Vor dem Hangars. Ich seh ihn. Jawohl. Sehr schön. Mann, wir nehmen ihn richtig schön über Kreuzfeuer, wa? Mhm. Er hatte keine Chance. Mann, das gefällt mir. Sehr gut. Weiter so. Pass mal ein bisschen auf mich auf gerade. Ich will den auch nehmen. Da hinten kommt ein Auto. Richtung Süden. Ist noch am ganz Ende vom Flugfeld noch. Du kannst noch looten. Okay, ich bin fertig. Da gibt's nichts zu holen. Ganz am Ende des Flugfelds ist ein Auto? Siehst du gerade nicht von da aus. Der steht, ich weiß nicht, siehst du das Radargebäude mit dem runden Dach? Ganz am Ende. Wow, Feind! Hast du down? Oh, ja. Das hat wehgetan. Ich habe da die ganze Zeit drauf geguckt. Ich habe total spät erst bemerkt, das ist wirklich ein Feind. Der hat nichts getan. Du musst da weg. Okay. Der ist direkt bei mir unten. Wow! Drinnen war auch einer. Ich habe so auf den geballert, ich habe nicht... Warum ist der nicht down gegangen? Kannst du ihn noch sehen jetzt, wo er hier geparkt hat? Nein, ich bin down, ich bin down. Ach, du bist down! Im Tower ist einer. Und vor dem Tower ist auch einer. Du musst den Tower wieder erobern, du musst mich wieder reviven, Mann. Nice! Oh, geil! Ja, der Typ, der in dem Wagen drin war, ist tot. Gut, aber im Tower ist einer. Im Tower, verdammt. Im Tower. Ich bin so schwer verwundet, ich kann nur noch gehen. Du musst mich reviven, Mann. Ja, los. Das dauert ewig, alleine über die Straße zu kommen. Ich fühle mich wie so eine alte Oma. Du musst mal aus dem Visier rausgehen, dann geht's schneller, oder? Nein, das ist nicht das Problem. Okay. Nimmst du auch auf, Mann? Ich nehme auf, ja. Gesundheit. Okay, Gesundheit. Danke. Oh, da ist er. Direkt über mich rüber gedüsselt. Mhm. Es wird auch hell, ne? Ja. Gut für die Aufnahme, schlecht für versteckt irgendwas machen. Tja, ich glaube, ja.
Ich hau dann mal ab, würde ich sagen. Wohin? Mir eine Waffe besorgen. Ich meine, hier drin sind wir auch irgendwo ein bisschen gefangen. Ja. Landet der? Der landet, oder? Der landet. Komm zu mir. Feuer. Eins. Ich hab ihn. Nein, direkt am Ausgang. Tango. Links. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Ich hab ihn. Den zweiten? Ja. Mit meinen letzten zwei Schuss. Oh nein, es kommt ein Auto. Ich hätte jetzt abhauen können mit dem Flugzeug. Mit dem Hubschrauber. Ja, sonst mach das und lande irgendwo. Hauptsache der Heli gehört uns. Okay, dann hau ich jetzt erst ab. Ich kann ja irgendwo spawnen, ist ja egal. Du ein Heli hast. Ah, das ist wieder einer dieser wunderbaren Momente. Wir haben einen Helikopter. Wir haben aber auch ein Problem, fürchte ich. Weil? Kein Benzin oder was? Nein, Arma erkennt meinen Flightstick nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Gut. Kommst du zu mir? Ich komm dich abholen, ja. Und muss dann dringend tanken. Ja, mal gucken. Benzin findet man ja eigentlich regelmäßig. Da hinten steht mitten im Nichts eine Basis. Die muss ich mir gerade noch angucken. Nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert oder so. Dann ist alles wieder kaputt. Echt krass, da ist eine Basis. Okay, ich hol dich. Wie weit ist denn das? Ein kleines Stück ist das, glaube ich. Ich sehe dich nicht auf der Karte, okay. Was? Ja, ich habe dich gerade irgendwie nicht so schnell erkennen können. Pente, ah, okay, verstehe. Dann fliege ich mal an der Küste lang. Ah, immerhin, ich habe Benzin. Sehr schön. Ich glaube, einen Kanister habe ich auch noch. Weil meine Anzeige ist mittlerweile rot. Na, dann mal nichts zu mir herfliegen, ja. Hä? Dann mal nichts wie zu mir. Ja, bin dabei. Kiste? Hallo? Ach ja, Waffen. Ich habe übrigens immer noch keine Waffen. Boah, 7,62 mm, ein 150er, also 150 Round. Das und 6,5 mm, 200 Round. Aber die dazugehörigen Waffen fehlen. Das ist nur Munition. Wo sind denn die Waffen? Oh, hallo, schönes Auto. Der gute alte FTW. Erinnert ja stark an ein bayerisches Autofabrikat, das ich kenne. So, ich komme jetzt zu dir. Jawohl, hier gibt's auch First Aid Kits. Flieg mal. Ja. Ah, ich sehe dich.
Wo soll ich denn landen? Kannst du aufhören, dich zu bewegen? Da, wo du gut landen kannst. Kannst du aufhören, dich zu bewegen, bitte? Sonst lande ich noch auf dir und wir explodieren. So. Okay, hier ist scheiße. Da rutschst du ganz schön, ey. Wow. Ja. Macht nix. Kannst du mich gut sehen? Du musst die Landung filmen, ne? Ja, ja, ich bin voll dabei. Du kannst auch erst noch woanders hinfliegen. Dann fahre ich dir erst hinterher. Schon okay. Komm, flieg mal los. Rock'n'Roll. Juhu. Links ab. Gott, bist du schnell. Soll ich dich nicht doch lieber aufnehmen? Ich muss auch tanken, ne? Go. Naja, ein First Aid Kit habe ich dabei. Wow, ich werde beschossen, beschossen! Los, schieß irgendwo auf irgendwas. Ich muss einsteigen und los. Ich weiß nicht wo. Ich steig ein, flieg los, du schaffst das. Ich werde stark beschossen, ich bin down. Töte ihn, der kommt von links, aus meiner Seite, von meiner Seite aus. Verdammt, die zerschießen uns den Heli. Dann mach du den Heli kaputt, mach den Heli kaputt. Siehst du jetzt mal jemanden? Du musst den Heli kaputt machen. Ich hätte dich nicht abholen sollen. Ja. Auf dem Rotor oder so. Ach, bei mir ist ein Reparaturkit. Wo sind die? Ich habe auch ein Reparaturkit. Ich krieg den wieder an den Start. Das ist der Angriff hier oben von den Häusern. Da kam der her. Ah. Auf mich wird hart geschossen. Ich glaube nicht, dass ich das noch lange überlebe. Mit dem Heli darf man nicht landen. Du blöden Spirenzchen. Du bist noch dort, ne? Ich könnte dich noch retten. Ja. Mist, wenn ich doch nur wüsste, wo genau der ist. Der ist auf jeden Fall ein gutes Stück weg. Wir hätten noch so viele schöne Aufnahmen machen müssen. Inventory, pick up, take, inventory, weapon player, Menü. Wie heile ich dich denn? Das ist ein ganz normal im Mausrad-Menü. Player Menü, pick up, weapon. Da stirbst du. Siehst du denn rot überhaupt nicht meinen Körper angezeigt? In rot? Nein. Dann ist das schon Bug. Ich suche gerade noch was für uns. Ah, da. Ich habe noch mal Fuel Can. Jetzt komme ich zu dir. Ich bin ein schlechter Pilot. Ein ganz, ganz schlechter Pilot. Was machst du da? Oh Gott, was machst du da? Super, sieht gut aus. Einfach runter mit dir. Jawohl, ich hab's geschafft. Und trotzdem überlasse ich das Fliegen lieber dir. Ich fühle mich geehrt. Soll ich nochmal tanken oder sollen wir weg hier? Wir können los. Ist halb voll. Das Ding wird einige Zeit in der Luft bleiben. Ich wünschte nur, dass ich aus dem Heli heraus ballern könnte. Wow, wie hast du denn jetzt geparkt? Baum! Oi, oi, oi. Halb voll nennst du das? Bist du drin? Du bist gar nicht natürlich drin? Hä? Natürlich bin ich drin. Nicht auf dem Beifahrer. Nee, aber hinten auf dem Beifahrer sozusagen. Okay, kannst du. Du filmst von außen, ne? Weil ich fliege in der Ego-Perspektive. Ego. Du kannst dann so schön das Flugfeld hier von außen abfilmen.
Was wollen wir mit dem Ding anfangen, jetzt wo wir es haben? Wir könnten damit noch mal gucken, dass wir als erstes bei diesen Hotspots sind, weißt du? Kannst du bitte deinen Sound runterstellen, so dass du mich wieder verstehst? Nee, habe ich schon gemacht. Okay. Genauso könnten wir das machen. Ich überlege nur gerade, wo. Unterwasserwrack würde ich ja auch gerne mal heben. Capture Ammo Truck. Wie wäre das? Musst du einfach nur weiter die Küste entlang fliegen. Ja, wie lange ist denn der schon da? Ist der gerade aufgeploppt? Ja, das, nein, das ist mir jetzt gerade so nicht aufgefallen, dass der gerade erst aufgeploppt wäre. Man kann ja mal vorsichtig gucken. In 2 Kilometern direkt an der Küste. Wow! Oh nein, wir stürzen ab! Noch nicht. Dein Heckrotor ist kaputt, Alter, was machst du? Alles ist kaputt, du musst aussteigen. Okay, ich ejecte. Versuch langsamer zu werden, jetzt! Ah, ich bin tot. Verflucht! Ich hätte es aber fast gesehen, noch bis zum Land geschafft. Das war ein richtig schöner Schwebflug, aber unvermeidlich ins Wasser. Es ist, Hast du uns schön in der, hast du noch schöne Aufnahmen davon machen können? Das funktioniert. Ich glaube, wir haben unser erstes Let's Play, oder? Wir haben unser erstes Let's Play, würde ich auch sagen.